So, wenn ich wieder mache, noch eine zweite Zusatzaufgabe über die Standardabweichung. Die Standardabweichung oder Standard Deviation, oft als SD abgekürzt, gibt den durchschnittlichen Abstand der Zahlen in einer Zahlenreihe von deren Durchschnitt an. Sie wird folgendermaßen berechnet. SD gleich, also Square Root von einer Reihe. Hier haben wir etwas durch n, also einen Durchschnitt. Und die Reihe ist folgende. Wir nehmen jede Zahl, subtrahieren das arithmetische Mittel davon und quadrieren diese Zahl und am Schluss sehen wir wieder die Wurzel genommen. Jetzt das Ganze ohne die Wurzel ist die Varianz. Wenn man wieder die Wurzel sieht, aber die Standardabweichung. Wenn wir alles hier hoch 2 nehmen, ist eben sinnvoll, dann die Wurzel zu nehmen, dann sagt es ein bisschen mehr aus. Hier die Bezeichner habe ich genannt, was die bedeuten. Und jetzt zuerst sollen wir Testfälle schreiben. Bei einer leeren Zahlenreihe wollen wir eine Argument Exception haben. Wenn eine leere Zahlenreihe, wenn wir einen Wert haben, dann beträgt die Standardabweichung 0. Und dann haben wir verschiedene Zahlenreihen definiert mit einer ungefähren Zahlenreihe. Und das sollen wir eben nicht fix testen, weil wir Float-Zahlen haben, sondern so in einem Wertebereich, also irgendwo zwischen 1,41 und 1,42. Und anschließend sollen wir es implementieren. Hier gibt es wieder Sinn, dass wir vielleicht mehrere Testfälle definieren. Mache das gleich hier. Wir haben immer noch die gleiche, den Average-Test, also gehört immer noch ein bisschen ins Statistikthema. Können wir das gut hier drin schreiben. Facts public void und wie nennen wir das? Test Standard Deviation of Empty List is undefined. Arrange eine leere Liste, können wir nochmal wahrnehmen zur Abwechslung. Gleich New List Typ Integer, nehmen wir auch Integer wieder. Und daneben können wir auch hier wahrnehmen. Und dann wieder den Act-Assert-Teil. Wir warten eine Argument-Exception. Argument-Exception. Wenn wir Average-Punkt-Methode gibt es auch nicht. Standard-Deviation von Numbers aufrufen. Soll das geworfen werden. Schreib schnell einfach hier die Methode hin, also den so einen Platzhalter, public, was nehmen wir da? Double Standard Deviation von Lists int Numbers und gehen einfach 0,0 zurück, 0,0. Ah, jetzt habe ich das zu weit außen hingemacht, jetzt sieht es besser aus. .NET Test, das sollte jetzt einfach mal Fehler geben, aber hauptsache es kompiliert. Schreiben Sie einfach mal die weiteren Tests hier hin. Facts, public, void, haben wir noch. Standardabweichung einer Zahlenreihe bestehen aus einem Wert, beträgt 0. Test, standard deviation of single value is 0. Arrange haben wir da, ist völlig egal welche Zahl das ist. Und dann Acts. Da haben wir var oder machen wir mal double explizit. Double expected gleich 0,0. Dieser Test wird sogar durchlaufen. Double actual gleich average Punkt. Standard Deviation von Numbers, einer Zahl, asserts, Punkt, equal, expected, actual. So, das dürfte sogar funktionieren. Jetzt sind wir so faul und kopieren die weiteren Tests einfach mal ab. Benennen sie aber anders um. Deviation of, was haben wir noch?
of one free is one. Also 1 und 3, der Durchschnitt ist 2 und beide weichen genau 1 vom Durchschnitt ab. Sieht so aus. Was haben wir noch? Wir haben noch 1, 5 ist 2, der Durchschnitt ist hier 6 durch 2 gibt 3 und beide weichen 2 davon ab. Of 1, 5 is 2. So, und dann schließlich noch ein bisschen kompliziert. Kopieren wir halt wieder. Nation of list is in range. Also haben wir eine ganze Liste hier. 1, 2, 3, 5. Durchschnitt ist 5. Und dann irgendwo haben wir dann Wurzel 2, so ungefähr. Als Standardabweichung 1,14, 1,42, irgendwo dort dazwischen. In range. Und das haben wir da. Also die ST actual ist irgendwo zwischen 1,41 und 1,42. So, das wäre mal der Plan. Natürlich funktioniert das alles nicht, das müssen wir noch berechnen. Also ist einiges gescheitert, können das schon mal stagen und uns jetzt in die Arbeit stürzen. Also wie berechnet man die Standardabweichung? Und hier die Formel. Wir müssen zuerst mal halt die Differenz von jeder Zahl mit dem Min nehmen, das heißt, wir müssen mal das Min berechnen. Var Min, und hier ergibt eben Code-Wiederverwendung Sinn. Wir haben das Min berechnet und jetzt müssen wir die einzelnen Differenzen berechnen. Machen wir einen For Loop, var x in, for each heißt das hier, in C-Sharp, und jetzt können wir da div gleich x minus min, das wäre mal die Differenz hier, und das Ganze soll hoch 2 gerechnet werden. Jetzt gute Frage, wie das in .NET funktioniert. Math.pow, Power wäre mein Tipp. Scheint sogar zu funktionieren, jetzt haben wir die Differenz. Jetzt haben wir das da, und das Ganze soll miteinander aufsummiert werden. Okay, und wie nenne ich das Ganze? War Sum of Square Diffs oder so weit. Das kann man vielleicht noch besser ausdrücken, aber es geht einfach mal darum, so eine Summe zu haben. Und ich kann das direkt hier hochrechnen. Das ist hier diese Summe, die ich bilde. Jetzt habe ich die. Und am Schluss durch n dividieren und noch die Wurzel davon. Also nehmen wir das da, Sum of Square Diffs durch Numbers.count, ist ja n eigentlich, und Square Root, das sollte schon der ganze Zauber gewesen sein. Mal schauen, wie viele Tests jetzt durchlaufen. Alle wahrscheinlich noch nicht. Tatsächlich laufen alle durch. Moment, jetzt habe ich da nicht irgendwo noch eine Argument Exception erwartet. Es gibt eine Argument Exception, im Ernst. Tatsächlich, warum das so ist, ist mir ehrlich gesagt gerade schleierhaft. Ich eine leere Liste nehme. Ah, genau. Das ist interessant, weil ich es ans Min weiterreiche. Hier wird dann die Argument Exception bereits geworfen und ich muss das nicht mal selber implementieren. Ich bin jetzt gerade überrascht, dass das Ding auch läuft. Also sind wir bereits fertig. Das wäre die Standardabweichung gewesen. Und damit ist auch die Zusatzaufgabe hier erledigt. Additional Exercise 2, Commit und Push. Und damit
wäre der Feierabend verdient. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald in der Schule.